Nach Finalkorb, so enttäuscht Prince Charming Zweiter. Tim Hornbühl ging ohne Krawatte und damit ohne Fabian Fuchs nach Hause. Der Prince Charming entschied sich nach einer spannenden Endrunde stattdessen für Sebastian. Bei ihm spürte der Wahlberliner eine größere Anziehung und offenbarte sogar, sich verknallt zu haben. Dabei teilte er auch schöne Momente mit dem Schweizer Tim. Deshalb war dieser auch ziemlich enttäuscht, wie er gegenüber Promi Flash verriet. Ich war enttäuscht, da ich gedacht habe, dass wir eine enge Verbindung aufgebaut haben. Die weit über die Sendung hinausgeht, führte Tim im Promi Flash Interview aus. Seine Frustration war bereits in der Folge erkennbar. Nachdem Fabian ihm den Korb gegeben hatte, zog der 25-Jährige sofort seine Hände weg. Das ist natürlich ein Schlag ins Gesicht. Aber gut, verdeutlichte er seine Gefühle. Aber warum gab Fabian ihm nach den ganzen schönen Ds und gefühlvollen Worten einen Korb? Du bist ein wunderbarer Mensch und du hast einen noch wunderbareren Mann an deiner Seite verdient. Aber der bin leider nicht ich, versuchte er Tim gegenüber seine Gedanken zu erklären.